90.000 Stunden Arbeit und 12 Millionen Menschen in Armut. Ich bin 1996 geboren und jetzt 21 Jahre alt. Vor kurzem bin ich in mein Berufsleben gestartet und frage mich, warum haben wir in Deutschland eigentlich nicht das bedingungslose Grundeinkommen? In einem normalen Vollzeitjob werde ich 8 Stunden täglich arbeiten, das sind 40 Stunden in der Woche. Wenn ich mit 67 Jahren in Rente gehe, habe ich 96.000 Stunden gearbeitet. Also statistisch gesehen verbringe ich meine nächsten 50 Jahre zu 70% nur auf Arbeit. Ein bisschen tue ich das, weil ich Spaß daran habe. Aber in erster Linie tue ich das, um mein Leben finanzieren zu können. Aber wie würde es aussehen, wenn meine Grundversorgung finanziell gedeckt wäre? Dann würde ich meine Arbeitszeit auf 20 Stunden in der Woche reduzieren. Dadurch hätte ich ganze 5,5 Jahre mehr, die ich mit meinen Freunden, meiner Familie und meinen Herzensprojekten verbringen könnte. Aber das ist nicht der einzige Grund. In Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird jedem Menschen das Recht auf Leben garantiert. Wir leben in einem kapitalistischen System, wo nur der leben kann, der Geld besitzt. Deutschland ist ein reiches Land, in dem niemand unter unwürdigen Bedingungen leben müsste. Und trotzdem haben wir rechnerisch 12,9 Millionen Menschen, die in Deutschland als arm gelten. Denn arm ist nicht nur der, der auf der Straße lebt, sondern auch der zum Beispiel an Studienfahrten und Kinobesuchen aus finanziellen Gründen nicht teilnehmen kann oder mit der Bahn schwarz fahren muss. Das sind Existenzängste, die wir nicht haben müssten. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würden wir Armut abschaffen. Ich möchte ein gutes Leben führen können und glaube, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein wichtiger Schritt, damit das für uns alle klappen kann.